Hey! Oh, William Langland ist hier? Ich kann es nicht glauben. Wir haben ihn seit Jahren nicht gesehen. Bist du sicher? Aber klar, völlig sicher. Von wem reden die beiden? Von einem Freund von Robin. Nicht nur ein Freund, mein Mentor. William Langland ist der tapfere Bogenschütze, der mir alles beigebracht hat. Ich habe so oft mein Ziel verfehlt und war am Boden zerstört. Aber William hat immer gesagt... Glaub mir, Robin, dein Misserfolg von heute wird dein Erfolg von morgen sein. Ohne ihn wäre ich nie der geworden, der ich heute bin. Wow. Wow. Ich werde euch bekannt machen. Er kann uns bestimmt jede Menge neue Techniken beibringen. Das musst du unbedingt mal wissen. Gebt mir meine Münze zurück, mein Prinz. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie gehört mir. Sieh sie dir genau an. Es befindet sich das Gesicht eines Königs darauf. Bist du ein König? Nein. Bin ich einer? Schon bald. Also gehört sie mir mehr als dir. Gleich wird's ungemütlich für den Prinzen. Ja, sehr beeindruckend. Er bleibt ganz gelassen. Warte nur, du wirst schon sehen. Sei gegrüßt, William Langland! Für Gerechtigkeit und Freiheit! Robin? Aber was ist denn mit ihm los? Auf Befehl von mir ergreift Robin! Eine Münze gestohlen und 10 verloren. Ergreift ihn! Na los! Das ist nicht der William Langland, den ich kenne. Und ich muss herausfinden, warum. Er war irgendwie total verändert. Mama, er hat sich nicht mehr gerührt, als Prinz John einen Bauern bestohlen hat. Sprich bitte leiser, Scarlett. Versuch, dich zu beruhigen. Aber wir reden hier von dem Mann, der Robin alles beigebracht hat. Weißt du, Menschen verändern sich mit der Zeit. Manchmal zum Guten und manchmal eben auch nicht. Na gut, ich denke, wir können... Nein, warte! William Langland, ich verhafte dich hiermit wegen... Warum verhaften wir ihn gleich wieder, mein Prinz? Wegen, verbotener Freundschaft. Und seine Kleider sind zu schmutzig. Das ist verdächtig. Ich verhafte dich hiermit wegen... Nur zu. Verhafte mich, wenn du willst. Sehr gut. Stellt ihn gefesselt auf den Platz und positioniert überall Wachen. Und sobald sein Freund Robin versucht, ihn zu befreien, zack! Das ist eine echte Falle. Bist du sicher, dass du deine Freiheit für ihn riskieren willst? Ja, ich werde William nie im Stich lassen. Und ich habe auch mehr als einen Trick auf Lager. Ihr seid sicher hungrig, tapfere Soldaten. Möchtet ihr einen schönen, saftigen Apfel? Aber ja doch. Ja? Das ist Robin! Attacke! Ich gehöre zu Robins Bande. Ich bin es nicht wert, dass ihr euer Leben für mich riskiert. Hier, Wolfhorn!
Vergib dich, du Wurm! Fass ihn bloß nicht an! Ja! Komm zurück, Little John, es sind zu viele! Fall los und bring William in Sicherheit! Ich bin gleich wieder zurück! Robin? Du hast Zeit, dich zu stellen. Bis zum Sonnenuntergang, wenn du deine Freunde jemals wiedersehen willst. Beruhig dich. Es sind zu viele Wachen für mich allein. Aber mit deiner Hilfe, William, können wir Tuck und Little John befreien. Hier, nimm den Bogen. Es tut mir aufrichtig leid für deine Freunde, Robin, aber ich kann dir nicht helfen. Aber warum nicht? Was ist denn nur mit dir los? Vor einiger Zeit verfolgte ich einen Räuber, der Schrecken unter den Bauern verbreitet hatte. Es war ein schwieriger Schuss, aber ich war sicher, dass ich den Verbrecher entwaffnen kann, ohne den Bauern zu verletzen. Ich hatte mich geirrt. Danach habe ich meinen Bogen weggeworfen. Ich bin nicht mehr in der Lage, ein Held zu sein, falls ich das je war. Robin, ich muss mit dir reden. Unter vier Augen. Wir sind gleich wieder da. Das ist ein Unfall gewesen. Es gibt den alten William noch, aber er braucht deine Hilfe, Robin. Deswegen musst du zum Mentor deines Mentors werden. Aber das ist völlig unmöglich. Du musst es schaffen. Die Zeit wird knapp und unsere Freunde sind in Gefahr. William, dein Misserfolg von gestern wird ein Erfolg von heute sein. Der Prinz erwartet uns mit all seinen Wachen. Wir können sie nur besiegen, wenn wir mehrere mit einem Pfeil treffen. Aber Robin, was du da von mir verlangst, ist unmöglich. Oh, du bist ein Meister geworden, Robin. Dank dir und allem, was du mir beigebracht hast. Willst du es versuchen? Na gut. Ich schaff's nicht, Robin. Du verschwendest deine Zeit. Du bist ganz nah dran. Konzentrier dich, du schaffst es. Oh nein, pass auf! Es tut mir so leid. Alles in Ordnung? Mir geht es gut, William. Ja, der Pfeil ist weit über uns hinweggeflogen. Tut mir leid, Robin, ich kann nicht mitkommen. Ich würde dir ganz bestimmt nur noch mehr Probleme bereiten. Na gut. So, ich muss los, Freunde. Wünscht mir Glück. Halt, Robin! Das ist zu gefährlich! Jetzt nicht aufgeben, William, bitte! Wenn Robin in die Fänge von Prinz John gerät, wird keiner im Königreich mehr die Armen und Unterdrückten verteidigen. Heute ist ein großer Tag. Der Tag, an dem Robin Hood und seine Freunde endgültig besiegt werden. Na gut, William. Drück dich nur, aber ich werde Robin sicher nicht im Stich lassen. Oh. William, das war der beste Schuss aller Zeiten. Und wirst du jetzt aufgeben? Ja oder nein? Nein! Umzingelt ihn! Ich gewinne! Du bist erledigt! Für Gerechtigkeit und Freiheit! Ach, William, ich wusste, du hilfst mir. Ich musste einfach deinen Spezialschuss an diesen Kerlen ausprobieren. Ihr elenden Holzköpfe, greift sie an! Ja.
Lass den Prinzen durch! Aus dem Weg! Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Heute ist der Schüler zum Meister geworden. Danke. Ich mache mich auf den Weg, um meine Pfeile überall dorthin zu schießen, wo die Ungerechtigkeit die Unterdrückten trifft. Hurra! Hurra!